Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Blaupause TV. Willkommen vom Bodensee. Wir sind wieder bei Sandra Weber unterwegs. Es geht um Entwickel dich mit Hilfe von Teki. Und wir überlegen die ganze Zeit, wie starten wir eigentlich diese Sendung? Denn wir haben mit euch vor, heute in das Thema der Seele einzusteigen. Seelenweg, Seelenplan. Und uns fehlt eigentlich so ein bisschen der zündende Gedanke, wie könnte man da so einen Arbeitstitel machen? Aber eigentlich haben wir den ja schon, wenn man es mal genau nimmt. Denn es geht ja um Entwickeln. Und die Frage ist, was entwickelt da eigentlich? Wer entwickelt und wer entwickelt wen? Vielleicht kommen wir der Sache da ein bisschen auf den Punkt. Hoffe ich zumindest. Herzlich willkommen, Sandra. Ja, herzlich willkommen hier bei mir. Ein wichtiges Thema heute, Seelenplan. Wir haben das schon immer wieder gehört. Es kommt in der geistigen, spirituellen Entwicklung, kommen wir an diesem Thema nun überhaupt nicht vorbei. Und wir wollen es versuchen, einfach zu gestalten, aber gewisse Themen trotzdem anzusprechen, weil es ja auch gerade in der heutigen Zeit in der Tat auch ein wichtiges Thema ist. Weil wir müssen weg von diesem materialistischen Denken, Spüren, Fühlen und Handeln, ein bisschen den Überbau endlich zu entdecken. Und wir wollen uns ja entwickeln, aber wohin ist die Frage und wer? Wie würdest du das denn sehen, wenn du diese Frage gestellt bekommst? Wie würdest du Seele überhaupt beschreiben? So, und jetzt aber viele Fragen auf einmal. Also, mir war schon sehr früh klar, dass wir eine sehr begrenzte Sichtweise haben. Ja, dass ganz vieles, was uns ausmacht, überhaupt nicht gesehen wird. Rein materialistische Sichtweise, wie du sagst. Und aus diesem Weltbild müssen wir unbedingt raus. Bewegen wir uns aber auch gerade raus. Es wird erstmal viel eingerissen, hatten wir ja schon. Und dann wird daraus auch wieder etwas Neues entstehen. Und da können wir natürlich dann viel mehr auch das Feinstoffliche integrieren. Ich könnte da jetzt weit ausholen. Wir werden ja auch auf diese Zeit vorbereitet und schon alleine unsere körperlichen Veränderungen werden es uns auch ermöglichen, in naher Zukunft die Dinge zu sehen, die wir jetzt mit unseren physischen Augen noch gar nicht sehen können, ja, die wir bisher nur erahnen konnten oder in Meditationen sehen konnten oder eben hellsichtige Menschen schon sehen konnten. Aber das wird sich viel mehr ausbreiten, dass viel mehr Menschen da auch den Zugang kriegen. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, was ich wahrnehme und der andere muss mir das dann glauben. Ja, weil es ist ja eigentlich immer nur ein Angebot von einer Sichtweise. Und aber doch beschäftige ich mich schon sehr, sehr viele Jahre damit und konnte das auch sehr gut in mir ausreifen lassen. Und meine, dass ich mich da auf recht stabilem Boden bewege, wenn wir uns da unterhalten. Und für mich stellt sich das so dar, so habe ich das auch immer in meinem Buch dargestellt, mit den Männchen, mit den Entwickle-Dich-Männchen, dass unser wahres Selbst, das ich auch unsere Seele nenne, das Licht in uns, das immer nach außen scheinen will, das auch einen Plan verfolgt, einen Weg vor sich hat, dass das eigentlich eingewickelt wurde. Durch Ego-Schichten, durch so hast du zu sein und so nicht und das gehört sich und das nicht und das ist der Begriff eines guten Lebens, wenn du einen gut bezahlten Job hast und dreimal im Jahr in Urlaub fährst und eine sichere Rente hast und so weiter. Und wir werden da in Schemen gepresst, traumatisiert. Wir verleugnen ganz oft unser eigenes Gefühl. Und dieses Licht, das da aus uns eigentlich immer herausscheinen will, wird immer mehr verdeckt. Und das ist eben beim einen mehr, beim anderen weniger der Fall. Und für mich geht es darum, diese Schichten wieder zu transformieren, das zu entfernen. Du kannst niemandem wirklich was geben. Jeder ist schon vollkommen, jeder hat schon alles in sich, was er braucht. Wir sind alle eine lebendige Seele, die sich in einen Körper inkarniert hat. Der Körper hier ist das Gefährt, mit dem wir unsere Erfahrungen machen können in dieser körperlich-materiellen Welt. Und je freier wir wieder sind, je freier unsere Sicht ist, je mehr Blockaden da gelöst sind, umso mehr können wir auf wieder ganz natürliche Art und Weise verstehen, wer wir sind, warum wir da sind, was wir uns ausgesucht haben, in dieser Inkarnation auch zu erfahren, vielleicht auch wieder gut zu machen und so weiter. Ja. Ich halte es für unglaublich absurd, wie der Begriff eines guten Lebens heute definiert wird. Mhm. 40 Jahre für jemanden Fremdes in der Regel zu arbeiten. Und ich empfinde das als gut, wenn ich ein bisschen mehr verdiene als der Nachbar oder mein Drumherum, überhaupt keine Zeit habe, etwas zu entwickeln, etwas zu erschaffen in dieser Welt, außer eben eine Batterie zu sein, als Vergleich jetzt vielleicht, um das hart auszudrücken.
Aber das ist unsere Vorstellung von einem guten Leben. Und ein noch besseres hast du, wenn dein Bankkonto gefüllt ist. Ja, und wenn du dann eben siehst, wie krank eigentlich die Gesellschaft ist, wie krank auch die Menschen sind, ja, du findest kaum mehr wirklich komplett gesunde Menschen. Jeder hat irgendein Thema, irgendeine Allergie, irgendeine Krankheit oder hatte schon mal eine schwere Krankheit, weil eben die Seele nicht gelebt wird, weil das nicht fließen darf, weil wir viel zu viele Blockaden dann in den Körper hinein manifestieren. Blockaden im Körperlichen entstehen immer erst dann, wenn man ganz lange den Ruf der Seele nicht hört, wenn man das eigene verleugnet, wenn da nichts mehr fließen kann. Und da muss man sich nur umschauen, egal, auch wenn es nur eine Sehschwäche ist, aber jeder hat eigentlich irgendwas und es ist nicht natürlich. Wir haben nur angenommen, dass es natürlich ist, weil sowieso jeder was hat, weil es völlig normal ist, ja. Und wenn wir da aber wieder wirklich in unsere natürliche Kraft kommen, dann haben wir eine ganz andere Kraft zur Verfügung. Und es ist für mich auch schon die Einleitung zum Seelenplan, Seelenweg. Denn ich sehe das immer so vor mir wie so eine hell erleuchtete Hauptstraße. Und wenn du auf der bist, und dann bist du einfach geführt, dann hörst du die Eingebungen, dann kriegst du deine Inspiration, dann weißt du, was der nächste Schritt ist. Und wir hatten es gerade von diesem Surfer, ich finde das immer ein super Beispiel einfach, weil du weißt nie, wie hoch die nächste Welle ist. Du kannst es auch nicht berechnen, auch wenn du noch so ein toller Mathematiker bist. Du kannst es nicht. Du kannst das Leben nicht berechnen. Das Einzige, worum du dich wirklich kümmern kannst, ist, dass du in dir stabil bist und so stabil auf dem Brett stehst, dass du jede Welle reitest. Egal wie hoch oder tief sie ist. Und darum geht's. Und wenn du auf dieser Hauptstraße bist, dann kannst du das. Dann musst du nicht immer wissen, was als nächstes passiert oder wie du das dann angehen wirst. Du wirst im richtigen Moment, am richtigen Ort sein und das Richtige tun oder sagen, weil, und das ist für mich was ganz Wichtiges, das Leben immer für uns ist. Das Leben ist immer für uns, auch wenn es so aussieht, als würden wir gestraft werden, als hätten wir Schicksalsschläge. Nein, es geht darum, uns zu entwickeln, uns zu erfahren, Dinge auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen zu können. Und wenn wir von unserer Hauptstraße abkommen, immer wieder auch daraufhin zurückzufinden. Und es sind oft diese Korrekturmöglichkeiten, die unsere Seele dann hat, die wir als sehr unangenehm empfinden. Wenn wir da abkommen und dann muss eben irgendwas passieren, was uns zeigt, hey, nicht mehr weiter in die falsche Richtung rennen. Das tut dir nicht gut. Und entweder werden wir dann krank, dann haben wir mal wieder Zeit, uns selbst zu reflektieren. Oder da kommt eine unangenehme Erfahrung und wir sehen, nein, der Weg ist doch nichts für mich, ich muss wieder zurück. Und wenn wir diese Metaebene haben, dann ist diese Erfahrung gar nicht unangenehm, sondern dann war das ja das Geschenk, das uns wieder zurückgebracht hat. Ganz nebenbei bemerkt, hast du einen wunderbaren Sendetitel, der Ruf der Seele. Und genau das ist ja eigentlich das, was ich habe im Augenblick den Eindruck, kollektiv schreit sie uns an. Ja. Sie schreit uns an, ja, die Augen aufzumachen und andere Bewertungssysteme, wenn überhaupt bewerten, aber andere Bewertungssysteme zu finden für das, was wir nur als normal betrachten. Unbedingt. Ja, es ist ja völlig absurd, in welche Richtung wir uns bewegen. Und viele scheinen das auch noch gut zu finden. Aber die Korrekturmaßnahme wird kommen, da gebe ich dir vollkommen recht. Insofern ist ja das, was korrigiert, das Entscheidende, nicht wie. Also die Seele. Mhm, ja, genau. Letztendlich ist es ein Konzept, müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Es ist ein Modell, aber wir bedienen uns jetzt diesem Modell, weil es uns natürlich dadurch einfacher gestaltet wird. Ich finde aber auch das Symbol mit dem reißenden Fluss finde ich eigentlich gut. Weil der trägt dich mit. Du musst da gar, auf einer Autobahn musst du gar nicht mehr selber fahren. Der Fluss trägt dich einfach. Und wollen wir nicht da eigentlich dahin? Genau. Auch ein Stück weit getragen zu werden. Da ist auch viel Erlösung, oder? Genau. Und der Widerstand, das wäre in diesem Bild einfach derjenige, der sich immer am Rand versucht festzuhalten. Und er wird doch wieder mitgerissen und er hält sich wieder fest. Und er sucht immer nach irgendeiner Möglichkeit. Warum denn? Warum glaubst du nicht, dass das Leben schon die Möglichkeit ist, dass das Leben dir immer alles bietet, was du brauchst? Ja? Ja, und da gibt es ja auch ganz viele Weisheiten aus allen alten Traditionen, aus der Bibel, aus
überall her, dass wir eigentlich immer versorgt sind auf unserem Weg, wenn wir denn auf dem Weg sind. Und je weiter wir da abweichen, zum Beispiel zu materialistisch werden und eigentlich die Verwirklichung unseres höheren Selbstes, das, was wir uns hier vorgenommen haben für diese Inkarnation, wenn wir das gar nicht leben, wenn unser Licht nicht mehr scheint, dass wir dann natürlich auch Energie verlieren. Ich bin immer wieder überrascht, und das ist für mich seit vielen, vielen Jahren ein gutes Indiz dafür, wie viele Menschen berichten nach schwerer Krankheit, Schicksalsschlägen, dass sie ihr Leben um 180 Grad ändern. Ganz genau. Warum tun sie das denn? Ja. Und warum machen es alle kollektiv oder sehr viele eben, die das berichten? Das scheint ja einen Grund zu haben. Also es scheint eine, du hast gerade von Metaräumen oder Metaphysik gesprochen, aber es scheint also einen Metaraum zu geben, der das begünstigt, zu sagen, ey, hier ist eine Korrektur. Ja. Und viele nehmen das dann an. Und wie viele kennen wir selber, persönlich wahrscheinlich auch, die sagen, das war das größte Geschenk, was mir gemacht worden ist oder was ich mir selber gemacht habe. Ja. Diesen Weg einzuschlagen, weil ich hätte mich sonst kaputt gemacht, hätte meine Familie vielleicht verloren, nur weil ich der Meinung bin, ich muss arbeiten, arbeiten, schaffen, schaffen, schaffen. Und plötzlich habe ich ganz andere Werte im Leben. Genau, um die Werte geht's letztendlich, ja. Hast du die noch im Blick oder hast du die verloren? Und bei vielen ist es eben wirklich so. Und ich habe wirklich oft Erwachsene da sitzen, die haben das dritte, vierte Studium angefangen und haben wieder das Gefühl, ich bin hier ganz falsch. Also das Thema 2020 war wirklich Orientierungslosigkeit in den Sitzungen. Und da habe ich mir viele Gedanken auch darüber gemacht, warum verlieren sich die Menschen eigentlich so? Warum wissen so viele überhaupt gar nicht, für was sie da sind, aus was sie eigentlich innerlich schöpfen, was sie mitgebracht haben an Potenzial? Da ist irgendwie gar nichts da. Und wenn wir das anfangen, wieder zu entdecken, dann kommt eigentlich in allen Fällen dabei raus, dass es irgendwo aberzogen wurde. Schon früh von den Eltern, weil sie gesagt haben, ach, du spinnst ja und träum weiter, Fantasie. Und damit verdient man doch kein Geld, brotlose Kunst, was man immer alles so hört. Und das zieht sich durch. Ja? Und dann gibt es immer die scheinbaren Gewinner und an denen orientiert man sich. Und es ist oft eine völlig falsche Orientierung, weil es ja gar nichts mit einem selbst zu tun hat. Und weil diese Gewinner oft meistens genauso fehlgeleitet sind. Ja? Und da wirklich das wieder auszugraben, den Blick wieder umzudrehen, vom nach außen und da außen immer suchen, nach innen wieder umzudrehen und zu gucken, wer bin eigentlich ich? Was macht mir wirklich Freude? Wofür brenne ich? Bei was leuchtet alles in mir? Bei was vergesse ich zu essen, weil ich so darin aufgehe? Das sind so gute Ansätze, um da einfach schon langsam wieder reinzukommen, was man immer machen kann. Auch im Alltag einfach, möchte ich diese Verabredung heute einhalten oder sage ich sie lieber ab, weil mir jetzt doch nicht danach ist. Da kommt sofort das Ego und sagt, gehört sich nicht, darf man nicht machen. Aber gleichzeitig, wenn die Seele doch nicht will und die kommuniziert ja auch mit allen anderen Seelen und ist multidimensional vernetzt, dann hat es ja vielleicht einen Grund. Vielleicht läuft es dann heute auch nicht gut. Oder vielleicht kam die Botschaft von der anderen Seele, dass sie heute auch keine Lust hat oder wie auch immer. Also wenn wir diese Vernetzung wieder ausweiten und wieder wirklich auch reinspüren, dann sind wir da einen großen Schritt weiter. Und wir sind ja auch nicht alleine. Kommen wir doch mal zu den Seelenverwandten, zu unserer Seelenfamilie. Ich würde ganz gerne noch ergänzen oder sowas, dass das Beste, was man tun kann, vielleicht als Tipp, ist Stille. Mhm. Stille. Weil, wie du sagst, es nach innen, nicht im Außen. Da erfahre ich, was ist. Das ist ja dem Konzept oder dem Modell, mit dem wir uns bewegen, ist das unsere Hülle, unser Vehikel, unser Fahrzeug. Das spricht nicht zu uns. Das handelt durch etwas. Und das wollen wir ja wieder entdecken. Wir wollen ja immer versuchen, das finde ich ja so hervorragend, eben die Praxis. Ja, wie mache ich genau das? Und das ist es, Stille. Das mal wieder ertragen zu können. Wir haben sehr viele Gelegenheiten für Stille gehabt, wenn man sie denn nutzen wollte. Ja, liebe Zuschauer, und das bedeutet auch mal Blaupause abzuschalten und wieder reinhören in sich selbst. Nützt ja nichts, wenn wir das immer wieder nur erwähnen, aber es selten gemacht wird. Zumindest nach unserer Sendung ja, abschalten genau, natürlich, und reflektieren. Selbstverständlich, ja. Aber das genau. ist ja der entscheidende Faktor dabei. Wie komme ich denn, wie bekomme ich Zugang? Das wäre jetzt meine Frage eigentlich gewesen. Vielleicht machen wir das auch nochmal als Punkt und kommen dann zum Thema der Seelenfamilie.
Weil es dann natürlich geht, dieses Konzept geht natürlich weiter. Wir können es nicht bis zu Ende durchdenken heute, aber den Schritt sollten wir auf jeden Fall tun. Wie kriegen wir den Zugang zu dem, was zu uns spricht? Also das ist so unglaublich komplex alles. Wir müssen es wirklich auf einfache Sätze jetzt runterbrechen, ja, sonst sitzen wir Stunden. Aber es geht im Prinzip, wie du sagst, um Stille, um das wieder in sich hören. Aber auch Stille, das hat so viele Dimensionen. Weißt du, es gibt Menschen, die denken dann, jetzt setze ich mich mal still hin und mache Fernseher und Radio und alles aus und dann hören sie innerlich nur ihr eigenes Geschrei und halten das gar nicht aus. Also da muss man ja auch hinkommen irgendwie, ja, dass man, wie du sagst, sich selber auch wieder aushalten kann. Und viele praktizieren das aber auch schon seit Jahren und können in die Stille gehen und haben aber vielleicht mehr den Kontakt nach oben wie zu sich. Also da gibt es so viele Stolpersteine dann auch wieder. Und für mich ist es immer diese Kombination aus allem. Also wenn ich sehe, mich bringt was aus der Ruhe, dann transformiere ich das erstmal, damit ich wieder in der Ruhe sein kann. Also diese Schichten auch, diese Ego-Schichten, die einen dann auch stören und sagen, das machst du jetzt nicht, du meditierst jetzt nicht, weil du musst noch die Wäsche waschen und du musst noch den Film drehen und du musst noch das und das tun. Wir werden ja dann ständig abgelenkt und je freier wir sind, je mehr wir uns in uns aufgeräumt haben und es ist einfach auch ein Prozess, umso mehr ist diese Stille auch wirklich still und kommt wirklich dann das hoch, was jetzt wichtig ist. Und für mich ist es dieses Angebundensein etwas, was ich nicht einfach so für eine Stunde praktiziere, sondern was mein Alltag ist. Also, dass ich immer in Kontakt bin mit den höheren Welten, dass ich immer irgendwie auf Empfang geschaltet bin und schaue, was kann ich erschaffen und aber auch, was will gerade zu mir kommen an Informationen, was kommen für Bilder bei mir an und so weiter. Und da muss man wirklich jeden da abholen, wo er ist. Also da gibt es kein Pauschalrezept, finde ich. Außer wirklich, wie du sagst, die Medien abschalten, nicht den ganzen Tag irgendwie Fernseher, Computer, Musik und so hören, weil das sind immer fremde Energien, die auf einen einwirken. Und das alles bringt einen weg von sich. Und natürlich auch nicht immer andere um Rat fragen. Selbst wenn diese Ratschläge wirklich gut gemeint sind und von Herzen kommen und von Menschen, denen du vertraust und die dich lieben, die laufen nicht in deinen Schuhen. Die haben nicht deinen Seelenplan. Die können dich nicht wirklich beraten. Niemand kann dich wirklich beraten. Das können nette Gespräche sein, die einem vielleicht mal gut tun, aber letztlich musst immer du den Weg gehen und der muss sich für dich richtig anfühlen und da kann nur der innere Kompass helfen. Da fällt mir das Wort Souveränität ein, ja, weil auch die Seele ist sehr, sehr, sehr resolut, sehr souverän. Die geht ihren Weg so oder so. Ja, sie kann ja gar nicht anders, das ist ihre Bestimmung. Nur wir versuchen immer wieder mit Stellschrauben, nee, ich möchte es mir da noch ein bisschen bequemer machen und da möchte ich eigentlich in meiner Komfortzone bleiben. Das sind ja wir Menschen, der Sache Ausdruck verleihen. Und das ist auch okay, es ist nichts Schlimmes dabei. Nur macht es schon Sinn, wenn wir in der heutigen Zeit über Zukunft reden. Viele haben gerade Ängste, Dinge zu verlieren, altes Leben zu verlieren, das alte Normal zu verlieren oder das neue Normal nicht zu mögen oder wie auch immer. Ja, ihr Geschäft zu verlieren, hatten wir auch schon als Thema. Ja, da gibt's einen Ausweg. Der ist erstmal plakativ, es klingt sehr einfach für diejenigen, die verstehen, dass es einfach ist, aber wir fangen uns viel Kritik dafür natürlich dann in dem Moment ein, ja, wenn wir sagen, ja, hey, schau doch mal, was dein Lebensweg ist. Ja. Besteht der in dem, was du bisher gemacht hast oder gibt es Abweichungen? Kommt diese Korrektur hier kollektiv für uns alle? Ja, und auch wenn, also man muss wirklich aufpassen, was man da jetzt sagt, weil es gibt jetzt natürlich Menschen, die verlieren gerade alles und die wollen uns dann gerade mal eine runterhauen, wenn wir sowas sagen, ja. Aber ich habe jetzt wirklich auch schon ein paar richtig tolle Gespräche geführt mit Menschen, die gerade auch ihren Job verloren haben oder sogar ihren Laden zumachen mussten, aber das Geschenk darin auch erkannt haben und gesagt haben, Mensch, ich habe mich so abgerackert und eigentlich wollte ich immer was anderes machen und die auch sehen, es ist jetzt ein Wandel da und sie müssen nicht alles aufgeben, aber sie können sich jetzt neu orientieren und vielleicht wirklich dann auch wieder mit der Kraft des Wahren selbst losgehen, weil oft verrennt man sich ja auch und sagt, Mensch, ich habe mein Häuschen abzuzahlen oder was auch immer und ich kann mich jetzt nicht einfach verändern und dann ist auch sowas wie diese globale Krise,
die es für viele jetzt bedeutet, ist auch eine Korrekturmöglichkeit der Seele. Und ich nehme auch oft wahr, dass Leute jetzt gerade, Menschen jetzt gerade sozusagen aktiviert werden. Also das war mir auch neu, aber es ist mir jetzt völlig klar, dass so bestimmte Etappen, die wir uns vorgenommen haben im Seelenplan, dass die auch manchmal so einen Zünder brauchen, ja. Und viele, die haben einfach bisher ihr Leben gelebt, die haben das auch gar nicht groß in Frage gestellt. Da war auch alles soweit okay und da hat man seinen sicheren Job und so weiter. Und durch diese Sache jetzt fangen sie wirklich an, sich zu entwickeln, zu hinterfragen, blicken ganz neu hin und erkennen auf einmal teilweise, für was sie wirklich da sind. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade auch eine in meinem Team, die hat ganz bewusst einen guten Job verlassen, einen sehr gut bezahlten Job, um zu sagen, es passt aber nicht mehr für mich. Wo andere jetzt wieder aus der Ego-Welt sagen, wie kannst du in so einer Zeit, wo alles zusammenbricht, einen gut bezahlten, sicheren Job verlassen? Ja, aber sie folgt dem Ruf ihrer Seele und das ist das Einzige, was zählt, weil für uns ist gesorgt, auch wenn sich das blöd anhört. Und das, da müsste man auch viel tiefer drauf eingehen, dass sich das nicht so zu einfach anhört, zu naiv anhört. Aber für uns ist gesorgt und wir kriegen immer zur richtigen Zeit das, was wir brauchen. Auch auf einer Ebene der Fülle. Und das wird oft auch falsch verstanden, wie wenn man immer erstmal alles verlieren müsste oder wenn man sich um die Seele kümmert und den Weg der Seele einschlägt, dann hat man überhaupt kein Geld mehr, weil darum geht es dann überhaupt nicht mehr. Auch das ist unser Feintuning. Das stellen wir ein. Wir müssen nicht in Askese leben, wenn wir spirituell sind. Wir sind sowieso alle spirituell. Es geht gar nicht, nicht spirituell zu sein. Das kann man allenfalls unterdrücken. Ich glaube sehr wohl, dass du nicht missverstanden wirst dort, weil es eben nicht darum geht, jetzt jemand, der sein Geschäft verliert, sagt, ja, entdecke den Künstler in dir. Vielleicht sollst du malen oder Bildhauer werden. Natürlich ist das plakativ. Und dann kann ich auch verstehen, dass derjenige oder diejenige dann dem anderen eine runterhauen möchte für so einen unverschämten Tipp. Weil darum geht's nicht. Aber es geht darum, kollektiv etwas hier zu verändern. Und manchmal bedeutet Veränderung auch nur zu erkennen in dem eigenen Job, den man gerade gemacht hat, dass gar keine 8 bis 10 Stunden, 12 Stunden Arbeit notwendig waren. Vielleicht geht's auch in 4. Genau. Bei der gleichen Intensität, die ich dort habe, ja, und das kann auch schon reichen, das zu erkennen, das zu verändern, diese Stellschraube zu ändern. Ich muss nicht immer mich neu entdecken, weil das ist natürlich heutzutage ein Riesenthema, womit auch sehr viel Geld verdient wird, ja, entdecke dich selbst und das ist auch alles in Ordnung. Mhm. Aber für viele ist es erstmal wichtig zu erfahren, was bist du denn wirklich? Was genau macht dich aus? Und was sind deine Qualitäten? Denn die Qualitäten entscheiden ja, wie dein zukünftiger Weg vielleicht aussehen könnte. Wir hatten das in einer anderen Sendung, dass es leicht gehen darf. Genau. Leicht gehen bedeutet nicht, dass das dir hinterhergeworfen wird oder dass es dir jemand schenkt. Du wirst dir deine Zukunft erarbeiten oder erschaffen müssen, vielleicht das bessere Wort. Und das kann auch in der Leichtigkeit und Freude dann funktionieren. Aber es bedeutet trotzdem einen Aufwand, eine Hingabe. Ja, und je weniger wir uns identifizieren mit dieser Person, die wir hier bewohnen, deren Identität wir angenommen haben, umso leichter fällt uns das, immer wieder auch diese Metaebene einzunehmen, dieses größere Bild zu sehen. Und dann schwindet auch die Angst vorm Tod, weil in Wahrheit sind wir keine Sekunde je tot. Wir können gar nicht tot sein. Wir sind ewige Wesen. Wir legen nur unnötige Identitäten ab, wenn wir sterben und übergehen in eine neue Identität, um die Sache vielleicht wieder auf einer neuen Ebene zu erfahren oder aus einem anderen Blickwinkel. Das nennt man dann auch wieder Karma teilweise. Wenn ich jetzt immer gegen eine bestimmte Nation war, dann inkarniere ich vielleicht genau da und schaue mir das mal aus einem anderen Blickwinkel an. Und so geht's aber immer letztendlich einfach nur um die Einheit und um das Erfahren und Entwickeln. Ne? Einheit ist ja ein gutes Stichwort zum Thema Seelenfamilie. Da wollten wir ja auch nochmal drauf hin, dass wir eben nicht allein sind und dass auch die Seele sich durchaus gewisse Räume sucht, könnte man sagen, wo mehrere sich aufhalten. Man könnte von einer Abspaltung reden. Also ich versuche das immer so vom Potenzial, vom Einheit geht es in die Seelenfamilie und von da aus wird es aufgetrennt. Den Sinn können wir später vielleicht nochmal besprechen. Aber was ist denn eigentlich eine Seelenfamilie? Ja, also
Vielleicht fangen wir damit an, was geschieht zwischen den Inkarnationen. Also ich will es nicht bei den Ursprüngen anfangen, dann wären wir gar nicht mehr fertig. Aber warum reinkarnieren wir überhaupt immer wieder? Und dann auch immer wieder so, dass wir in unserer Seelenfamilie Angehörige immer wieder finden. Und das ist schon so, also man spricht von ungefähr 200 Seelen, die sich gegenseitig unterstützen, die sich immer wieder treffen. Teilweise bleiben auch manche im feinstofflichen Bereich und unterstützen die anderen, die jetzt gerade inkarniert sind. Wie gesagt, das ist alles sehr vereinfacht ausgedrückt jetzt. Und wenn wir praktisch unseren physischen Körper verlassen, dann gehen wir in eine Zwischenebene. Also wir sind dann nicht gleich da in den obersten Etagen. Es sei denn, wir haben den Reinkarnationsprozess dann langsam abgeschlossen, dann fahren wir in die höheren Etagen und können dann praktisch auch entscheiden, wollen wir jetzt als Helferseele wiederkommen oder wollen wir als aufgestiegener Meister wirken oder welche Rolle in Anführungszeichen möchten wir dann einnehmen. Wenn wir aber noch im Reinkarnationszyklus sind, das heißt, wir sind noch verstrickt, wir haben noch Dinge, die wir noch erfahren wollen, die wir auch wieder gut machen wollen oder wo wir anderen helfen wollen, dann bedeutet das, wir kommen in eine Zwischenebene. So die passende Bibelstelle für mich ist da immer, das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen. Ja, also deine eigene Schwingungsfrequenz, der Grad deines Bewusstseins entscheidet, wo du da hinkommst. Und es ist dann praktisch, ich nehme das eigentlich wahr wie ein holographisches Kino, wo du praktisch nochmal zurückblicken kannst. Also du weißt in diesem erweiterten Bewusstsein, was habe ich mir denn für meine letzte Inkarnation vorgenommen? Und du kannst dann sozusagen den Film deines Lebens anschauen, aber eben nicht nur wie ein Film, sondern du weißt währenddessen auch, du spürst alles. Du spürst auch, was haben deine Worte bei jemand anderem ausgerichtet oder deine Taten. Also das ist dann alles wirklich multidimensional erfahrbar. Und da richtet niemand über uns, niemals. Wir richten selber. Indem wir einfach, auch nicht böse, sondern das ist alles sehr liebevoll, wie ich das immer wahrnehme, sehen können, oh, da bin ich aber ganz knapp vorbei und das habe ich gar nicht geschafft und da habe ich jemandem richtig wehgetan und ich habe es nie gut gemacht. Und so kommt es dann alles zusammen, dass wir entscheiden, da drehe ich noch mal eine Runde. Und wir suchen uns dann immer wieder natürlich Möglichkeiten aus, auch den Ort, das Land, die Zeit, wo wir wieder mit diesen Seelenverwandten zusammentreffen können, um diese Dinge gemeinsam zu regeln. Also die helfen uns auch dabei, diesen Plan, Seelenplan, dazu zusammenzuschustern sozusagen. Und es ist dann auch nichts Vorgeschriebenes, denn wir haben zu jeder Zeit den freien Willen, aber es sind Eckpunkte sozusagen. Und manches passiert geschichtlich eben erst zu einem bestimmten Zeitpunkt und bei anderen Dingen hast du ganz viel Varianten und Spielraum. Mhm. Ja. Genau. Gestatte mir einfach den Hinweis nochmal für den Zuschauer, dass es hier sich, wie gesagt, um ein vereinfachtes Modell handelt. Natürlich ist es wesentlich komplexer, aber es ist gar nicht möglich, in der Zeit das jetzt aufzudröseln. Da würden wir erstmal 10 Sendungen machen, um das überhaupt genau zu beschreiben. Aber es ist... Ist, glaube ich, auch gar nicht nötig. Nee, genau. Das wollte ich nämlich gerade anhängen. Dass es, klar gibt es bestimmt unter uns welche, die das besonders interessiert und es ist auch völlig in Ordnung, sich darüber Gedanken zu machen. Aber für den Weg der Seele ist es eigentlich nicht entscheidend, sondern eben, wie du sagtest, das Hinhören wieder in die eigene Fähigkeit, in dieses Gefühl wiederzukommen des Vertrauens. Ja, und uns auch nicht verstricken im immer mehr wissen wollen und uns immer mehr aus unserem Alltagsleben entfernen. Mhm. Weil all das Wissen soll uns eigentlich nur dabei dienen, wirklich hier jetzt das Ding zu rocken und hier wirklich in unserer Mitte zu sein, auf unser Potenzial zugreifen zu können und eben auch sehen, wohin geht die Reise? Wer ist an meiner Seite? Auf wen kann ich mich verlassen? Was sind die Herausforderungen? Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel vornehme, es gibt diese schöne Geschichte vom Neil Donald Walsh mit der kleinen Seele. Mhm. Kennst du die? Mhm. Die sagt ja, was ist Vergebung?
wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht, was Vergebung ist. Und dann kommt eine andere Seele und sagt, okay, wir inkarnieren zusammen. Ich ziehe mir diesen dunklen Mantel an und tu dir was Schlimmes an. Dann kannst du mir vergeben. Das ist der Plan. So kommt man. Aber man geht dann ins Vergessen. Man geht einfach durch den Tunnel des Vergessens sozusagen und man wächst erstmal auf, ohne dass diese Dinge geschehen. Die geschehen dann erst später und oder beim einen früher, beim anderen später. Und dann hat man das vergessen. Und jetzt kommt diese Seele, mit der man verabredet war, und die tut dir was Schlimmes an. Und je nach Schwingungsebene reagierst du eben so, dass du den Seelenplan erfüllst und Vergebung erfährst oder du verzeihst ein ganzes Leben lang nicht, machst die Person kaputt, sinnst auf Rache, was auch immer, und hast es nicht erfüllt. Und in diesem Seelenkino sozusagen zwischen den Inkarnationen wird dir das bewusst und entsteht vielleicht auch der Wunsch, ich möchte das ja immer noch erfahren. Ich möchte immer noch wissen, wie sich Vergebung anfühlt. Und dann erschaffst du dir eben neue Möglichkeiten, womit es geht. Genau. Mhm. Vor allen Dingen kriege ich ein Verständnis dafür, was gerade aktuell abläuft. Weil genau darum könnte es ja genauso gehen, wenn wir in dem Modell bleiben, dass diejenigen, die jetzt angeblich an der Macht sind oder die wir als sogenannten Eliten bezeichnen oder wie auch immer, die machen ja nichts anderes, als uns jetzt ganz rasch das zu zeigen, wie unfrei wir wirklich sind, wie unterentwickelt wir eigentlich wirklich sind, weil wir ja eben nur auf der materiellen Ebene uns eigentlich bewegen. Es zählt ja eigentlich nur Reichtum, materielle Güter, die wahren Werte vom Leben, die uns eben Kulturen, alte Kulturen, auch zum Teil Religion, schon ja Jahrtausende mitgeben. Was zählen die denn heute noch? Die zählen doch gar nichts mehr. Für die allerwenigsten zumindest. Vielleicht in der Familie noch. Vielleicht manchmal noch für den Nachbarn. Aber mache ich mir wirklich Gedanken über, wie geht es gerade Griechenland, Italien, Niederlande, wie auch immer. Ja? Aber kollektive Plan für diese Zeit könnte lauten, vom Mitspieler zum Schöpfer wieder zu werden. Mhm. Ja? Nicht immer nur irgendwas passiert und ich reagiere irgendwie drauf und unterwerfe mich irgendwelchen Strukturen, die mir gar nicht gut tun, die die Erde kaputt machen, die die Menschen kaputt machen, die die Freiheit nehmen, was auch immer, sondern ich bin vielleicht auch hier, um was zu verändern. Mhm. Und vielleicht sind wir alle hier, um was zu verändern. Ziemlich sicher sogar. Zumindest die, die sich das fragen. Ja, da kann man eigentlich schon mit Ja beantworten. Ja, ne? Ja. Es gibt natürlich immer noch die, die das Alte stabilisieren. Und es gibt die, die schon nach dem Neuen rufen. Und dieses Rufen darf jetzt einfach auch noch klarer werden, weil im Moment schreien alle durcheinander. Und viele natürlich noch mit Vorwürfen und andere schon mit tollen neuen Ideen. Aber es ist noch keine Gemeinsamkeit da, dass man sich auf eine Richtung sozusagen einigt. Und wir erschaffen ja kollektiv was Neues. Da müssen also auch so viele wie möglich Energien, Bilder in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Ja. Und das bedeutet ja keineswegs, dass wir zurück in die Steinzeit wollen. Niemand hat, also ich zumindest sehe das so, hat was gegen Materie an sich. Es gibt ja einen Grund, warum wir in der Materie inkarnieren. Klar. Und nicht in der geistigen Welt bleiben. Wir sollen das schon miteinander kombinieren, in Einklang bringen, ja, wäre meine Idee dazu oder mein Modell dazu. Aber was wir kollektiv brauchen, ist natürlich eine andere Art und Weise des Umgangs, den wirklichen Wert wiederzusehen, eben nicht die Hülle, sondern das Wesen dahinter. Ja, finde ich in Bayern gut. Grüß Gott. Finde ich eigentlich ganz toll. Wenn der religiöse Touch da nicht wäre, aber genau das ist das. Ja? Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Ja. Ja? Und eben nicht nur die Hülle, sondern was dahinter steckt. Ja, und du hast jetzt gerade auch was gesagt, das hat mich noch auf den Gedanken gebracht. Wir haben ja nichts gegen Materie. Ja, und wenn wir wieder zur Seele kommen, die Seele ist Teil des Göttlichen, nennen wir es ein Energiefeld, das inzwischen auch die ganzen Informationen aus anderen Inkarnationen in sich gespeichert hat. Und immer wieder, wenn wir dann in einen Körper inkarnieren, verbindet sich dieses Energiefeld mit uns, durchströmt unseren Körper, erschafft auch ein Stück weit unser Aussehen und so weiter. Und jetzt gibt es verschiedene Gründe, warum wir nicht richtig inkarniert sind. Das heißt, die Seele noch gar nicht richtig im Körper eingerastet ist. Und zwar
Ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn die Eltern das Kind abgelehnt haben, wenn es überhaupt gar nicht erwünscht war, dann kann es sein, die Seele ist nicht richtig angekommen. Aber es können auch traumatische Erfahrungen gewesen sein, warum man sich so ein Stück weit wieder aus dem Körper rausgezogen hat. Und das hat eben Auswirkungen, unter denen auch viele Menschen leiden. Und wo man gar nicht vielleicht gleich drauf kommt, Mensch, meine Seele könnte vielleicht nicht richtig integriert sein. Und zwar zum Beispiel Kopfschmerzen, Migräne, Schwindelgefühle, weil wir über diese Silberschnur immer mit der Seele verbunden sind und da will immer was wieder zurückziehen sozusagen und was anderes schiebt aber weg. Und das ist ein innerer Konflikt, eine Spannung. Und dann gibt es aber auch psychische Themen, wie zum Beispiel, dass man sich immer zerrissen fühlt oder dass man nicht weiß, was man hier soll. Für was bin ich eigentlich da? Es erscheint einem alles sinnlos. Oder die Themen, die auf einen zukommen, die wir uns ja eigentlich als Seele ausgesucht haben, als Herausforderung. Aber wenn die Seele nicht richtig da ist, dann können wir auf das Potenzial auch nicht richtig zugreifen. Und dann sind das keine Herausforderungen mehr, sondern einfach nur unüberwindbare Probleme, gefühlt. Ja, und das sind alles so Anzeichen, auch Menschen, die sagen, ich fühle mich wie auf dem falschen Planeten oder in der falschen Familie. Und es ist wirklich auch wichtig, dass man dann die Seele wieder richtig ins System reinholt, also dass man die wieder richtig einlädt, auch in dem Bewusstsein, hey, du hast dich hier inkarniert in diesen Körper und jetzt machen wir das auch gemeinsam. So geht das gar nicht. Mhm. Ja? Also da auch innerlich eine Entscheidung treffen, eine klare Ansage machen und sein ganzes Potenzial wieder reinholen, ist wirklich wichtig, dass wir überhaupt diese Wege halt gehen können. Hier der Hinweis für den Zuschauer. Macht euch bitte darüber auch Gedanken und beschäftigt euch mit diesem Thema, denn es wird seitens des Systems, dieses künstlichen Systems, alles versucht, diese Verbindung auch getrennt zu halten. Und das nicht nur seit der Kindheit, das geht bis ins Erwachsenenalter ein. Und das ist ein zentrales Thema, wollen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist ein künstlicher Zustand, in dem wir hier gehalten werden, der uns eben im Fleisch halten soll. Und die Anbindung an das Eigentliche wegfällt. Denn nur dann sind wir wirklich kontrollierbar. Und das meine ich jetzt nicht auf der Ebene, dass Regierungen in uns kontrollieren, sondern Entitäten, um es jetzt mal den Hinweis zumindest zu geben. Ich glaube, das ist wichtig, weil der eine oder andere wird verstehen, was ich damit meine. Aber das gibt die Dringlichkeit, sich mit diesem Thema zu befassen, und vielleicht nochmal eine andere Würze. Genau. Und ja, ich erlebe das immer wieder, dass eben die Menschen, wenn sie spirituell werden, sich eigentlich aus ihrem Körper entfernen. Mhm. Weißt du, dieses, oh, ich bin jetzt nur noch da oben und Schöpfer und so weiter und lila, blass, blau, Regenbogen und gar nicht mehr hier eigentlich in dem Leben richtig verankert sind. Und aber genau die Menschen brauchen wir jetzt, die mit ihrer Seele voll da sind und ihren Seelenweg gehen und das jetzt auch verfolgen und auch sehen, was hier kollektiv los ist und ihre Kraft für einsetzen. Da liegt doch sehr viel Trost, ne? Hm. In der Zukunft, in die wir uns ja bewegen, sieht vieles erstmal nicht so schön aus. Aber wir haben es in vielen Sendungen ja schon auch oft genug erwähnt, ich glaube in unserer letzten ja auch. Wenn ich eben dieses Bewusstsein habe und mir dessen gewahr bin, dass da ein bisschen mehr noch dahinter steckt als eben dieses Leben, dann gehe ich, dann sterbe ich und das war's, Ende aus, Feierabend, Licht geht aus. Dann kann ich ja immer noch einen ganz anderen Sinn entdecken. Welchen kann ja jeder nur für sich letzten Endes tun, aber ich bekomme einfach ein höheres Vertrauen. Okay, das Leben nährt das Leben, ne? Genau. Es passiert immer zu dem Zeitpunkt, wie es passieren soll. Da ist nichts, wofür wir Angst haben müssen oder wo wir sagen, oh, das will ich nicht. Wenn wir wieder darauf vertrauen, dass das, was leitet von mir aus, dass das seinen Wert kennt, dann werde ich andere Erfahrungen machen, um es mal so zu sagen. Und genau. Dann ändert sich erstmal mein Leben, dann ist das draußen vielleicht immer noch so chaotisch wie jetzt. Mhm. Aber ich nehme einen anderen Bezugspunkt dazu ein und so nach und nach kommt es vielleicht, dass man plötzlich andere Leute trifft, andere Seelenfamilie eintaucht oder endlich seine echte Familie wiederfindet. Und dann haben wir die Möglichkeit, diese Dinge, die hier gerade passieren, anders wahrzunehmen. Und das ist ja eigentlich der Sinn auch der Sendung. Genau. Das Buch aufzuschlagen und eine andere Geschichte zu erzählen. Ja.
Und wir sind jetzt gerade schon sehr wieder im Kollektiven angelangt. Und ich würde gerne noch mal ins Persönliche zurück, weil das ja die Themen sind, die bei vielen jetzt gerade richtig heftig anstehen. Ja. Und zum einen müssen wir klären, woran erkennen wir eigentlich die Seelenverwandten? Da ist ein Grad der Vertrautheit, den wir sonst nach vielen Jahren auch nicht haben mit anderen Menschen. Es kann sein, wir treffen Seelenverwandte ganz neu und wir haben gleich das Gefühl, wir kennen uns schon ewig, vielleicht eine ähnliche Biografie, mögen dasselbe und so weiter. Oder man weiß sofort, dem Menschen kann ich bedingungslos vertrauen. Es sind aber auch nicht immer nur die angenehmen Erfahrungen, sondern wir hatten das Beispiel vorhin schon. Es kann natürlich auch sein, gerade die Seelenverwandten erklären sich oft bereit dazu, eben dir auch die anderen Erfahrungen zu ermöglichen. Oder auch, dass da noch Karma ist unerlöst, dass man sich verstrickt hat, ist natürlich auch unter den Seelenverwandten viel häufiger der Fall als mit Nicht-Seelenverwandten, weil man da einfach viel enger zusammentrifft. Seelenverwandte inkarnieren auch oft sogar in der gleichen Familie oder im Freundeskreis, damit man sich auch sieht und auch damit man nicht immer gleich weglaufen kann. Mhm. Ja? Ja, das ist auch so ein Thema, weil sonst, wenn dich jemand nervt, muss ich ja nicht mehr sehen. Wohnt ja in einem anderen Land oder wie auch immer. Aber in der eigenen Familie, da stellst du dich den Dingen doch immer wieder mal und versuchst es nochmal auf eine andere Weise. Und arbeitest einfach dran, weil es dich umtreibt. Und so ist es ja gedacht. So ist wir es können ja auch viel ehrlicher miteinander umgehen, wenn man es mal genau nimmt. Ne? Ich nenne immer das den kleinen Dienstweg. Weil es einfach, genau, da ist es viel einfacher. Man kann einfach die Dinge karmisch gesehen, also lebend übergreifend einfach die Dinge besser regeln, wenn man einander ein gewisses Vertrauen hat und dann diese Rollen dementsprechend auch gut verteilen kann. Ja. Und das kann ein Geschenk, oder eigentlich ist es ein Geschenk, wenn sich jemand dazu bereit erklärt, für einen diese Rolle zu übernehmen. Das kann auch zumindest für die Menschen, die dieses Thema gar nicht auf dem Tisch haben, das kann ein ziemlich schreckliches Thema sein. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal eine Sendung gemacht, da haben wir genau darüber gesprochen, über dieses Thema. Wo ist der Trost für die Mutter, deren Kind stirbt nach ein paar Wochen Geburt? Ja, weil dann wird ja auch immer gefragt, ja, wo ist der Sinn? Die einzige Antwort, die dir die Religion gibt, ja, Gottes Wege sind unergründlich. Er wird mich nicht befriedigen, die Antwort. Aber wenn ich mich mit diesem Thema eben beschäftige, auch wenn es schwerfällt natürlich, das ist sicherlich sehr hart. Ich möchte das nicht in dem Sinne erlebt haben müssen, aber viele haben es erlebt. Aber da kann ich Trost finden. Und über den Trost kommt die Freiheit oder auch das Befreitsein, besser gesagt, von diesen Lasten, die auf einem liegen. Und genau. Das ist wichtig, dass wir diese Rucksäcke, diese Last endlich wegbekommen. Denn wenn die verschwindet, dann haben wir die Freiheit, die Möglichkeit und die Leichtigkeit auch, die es brauchen wird, diese Welt wirklich zu verändern. Genau, also einfach den Blick erweitern, ja. Da werden wir kaum dazu angehalten eigentlich in der normalen Gesellschaft, ja. Das heißt immer, oh, wie schlimm und Schicksalsschlag und Opfer. Ja, genau. Und aus der Rolle kommst du dann kaum mehr raus. Aber das ist wieder die Einladung des Lebens. Weite deinen Blick, schau es nochmal von einer anderen Perspektive an. Hol dir vielleicht auch Hilfe, wenn du da alleine noch nicht ganz reinkommst und versuche, das Ganze so zu ergründen, dass du deinen Frieden damit haben kannst, egal was es ist. Und es gibt furchtbar schlimme Schicksalsschläge in Anführungszeichen. Aber auch da, es geschieht nichts ohne Erlaubnis der Seele. Und schon alleine das ist mir ein Trost in vielen Angelegenheiten, dass ich weiß, das Leben ist immer für uns. Und auf irgendeiner Ebene hat die Seele zugestimmt, das jetzt zu erleben. Warum auch immer, manchmal ist es der Dienst an anderen, manchmal hat man noch etwas gut zu machen, manchmal will man diese Erfahrung machen, auch eine schmerzhafte. Es gibt unterschiedlichste Gründe. Und es gibt natürlich jetzt auch noch so vieles, was man im Prinzip noch dazu erwähnen könnte, gerade Kinder, die dann kurz da sind und wieder gehen, das sind auch oft wirklich Kurzbesuche, die von vornherein schon als Kurzbesuch geplant waren. Aber auch das haben die Seelen immer abgestimmt. Und da war es gar nie geplant, dass das Kind da bleibt, sondern das wollte vielleicht nur eine Energie hier im Irdischen verankern. Oder selber mal reinspüren, ist das was für mich, so eine Inkarnation auf der Erde, wenn man das noch nie gemacht hat. Dann kann man mal schauen, wie ist das hier in dieser Dichte und mit dieser Erdanziehungskraft und so weiter. Und kann sich dann eben auch wieder verabschieden. Und eventuell wiederkommen. Ja, ja, sozusagen, genau, mal reinschnuppern.
möchte da niemanden zu nahe treten, das ist ein heikles Thema, ja, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen eben. Die Schöpfung macht nichts aus Dummheit. Nee. Er schafft auch nichts aus Dummheit. Da ist alles also weder vollkommen. Leid noch Freude. Ja, ja. Es gibt einen Hintergrund, Sinn, wie auch immer. Und da sind wir ja wieder eigentlich den Bogen mehr oder weniger geschlossen. Welcher könnte das denn sein? Ja, das ist dann die Aufgabe, das für dich zu ergründen, wenn du in dieser Situation bist. Das nimmt dir sicherlich nicht den Schmerz in diesem Augenblick. Aber es wird dir helfen, dich mit dieser Ebene zu beschäftigen, das zu verarbeiten, dieses Trauma eben nicht wieder fest zu verankern, zu verschließen. Oder gucke ich jetzt mal wieder 30 Jahre lang nicht hin. Ja, sondern das annehmen zu können, das zu verarbeiten und damit auch leben zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. Unabhängig, ob die Erfahrung jetzt sinnvoll war oder nicht. Genau. Und manchmal erkennt man es ja auch erst viele Jahre später. Ja, da weiß man gar nicht. Also ich habe auch wirklich viel mitgemacht in meinem Leben. Aber und ich habe auch nicht hinter allem den Sinn erkannt. Aber als ich dann eben das begonnen habe zu tun, was ich heute tue, meiner Berufung gefolgt bin und den Menschen geholfen habe, da habe ich gemerkt, schon alleine dafür habe ich die Erfahrungen gebraucht, damit ich weiß, wie sich das anfühlt. Damit ich eben nicht immer von da oben zurufe, ist doch alles ganz einfach, komm doch einfach hoch. Sondern dass ich auch weiß, ich kann da runtersteigen, jemand an der Hand nehmen und hochbegleiten. Ja? Und da hat ja auch jeder seine Aufgaben damit. Ja. Ich finde auch gut und sinnvoll, was du vorhin noch davor gesagt hattest, dass es wichtig ist, sich nicht nur damit zu beschäftigen, sondern eben jemanden aus seiner Familie oder Seelenfamilie damit zu beauftragen. Weil wir alle selber haben ja diesen blinden Fleck. Es ist sehr, sehr schwer, uns selbst zu reflektieren, vernünftig zu reflektieren. Und manche Bereiche erschließen sich erst viel, viel später. Die haben bewusst ihre dunklen Seiten und das hat auch seinen Sinn. Deswegen ist es schon mal gut, jemanden Externes im Sinne von Familie und so weiter da hinzuholen, der einen auch kennt, der einen mitnehmen kann. Und wenn das nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, dann mal zu einem Experten zu gehen, der sowas macht. Familienaufstellung war sowas. Oder bei dir auch, beim Teki wird es ja auch in der Einzelsitzung angesprochen. Na klar kann man sich da Hilfe holen, um mal Zugang überhaupt in diese Welt, in diese Meta-Welt zu bekommen. Genau, mal reinschnuppern und da auch wirklich nach dem Gefühl gehen, zu wem man da geht und was sich da richtig anfühlt. Weil da gibt es einfach auch große Unterschiede und das wird man dann einfach spüren, was jetzt gerade in dieser Lebenssituation am besten zu einem passt. Ja. Es zeugt von sehr viel Weisheit, wenn du mich fragst, sich Hilfe genau in diesem Bereich zu suchen. Denn das bedeutet, absolut, ich möchte gewisse Themen angehen und tue es dann in der Regel auch. Ja. Wie so ein Personal Trainer, ne, oder sowas. Da kannst du auch nicht nach zweimal Handel hoch das Ding weglegen und der sagt dann schon, nee, wir sind noch nicht fertig. Ich habe ja noch 3/4 Stunde auf der Uhr. Ja, ich wäre ja bezahlt von dir. Und es hat schon seinen Sinn, da auch sich einen Lehrer zu holen oder einfach jemand, der sich auskennt, der da gerne begleitet. Das ist doch wichtig. Ja. Und es wird zunehmend wichtiger in dieser Welt, sich mit diesen Themen wieder auseinanderzusetzen. Denn wenn wir diese Verbindungen wieder finden, dann wird vieles sich hier radikal ändern und zwar sehr, sehr schnell. Ja, stell dir mal vor, jeder Mensch würde sein Potenzial leben, hätte sich befreit von seinen Ego-Schichten und würde einfach auf seiner Hauptstraße langgehen, die ja alle miteinander verbunden sind. Alle Seelenpläne sind miteinander verbunden. Aber im Moment klappt das eben überhaupt nicht, weil der eine will, der andere sagt, es gehört sich nicht. Der nächste sagt, du bist zu schnell, zu langsam, zu egoistisch oder sonst was. Alle bremsen die anderen aus. Wir haben noch so viel Krieg unter den Menschen und so lange läuft das nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, jeder tut das. Jeder lebt seinen Seelenplan im Dienste des großen Ganzen, weil was anderes gibt es dann gar nicht mehr. Es ist zwar immer ein individueller Seelenplan, aber der wird ja von deinem höheren Selbst, von deiner Ich-Bin-Präsenz erschaffen, vom Göttlichen letztendlich. Das heißt, da greift wieder alles wie ein Zahnrad ineinander und dient alles wieder dem Höchsten. Ich würde das schon fast so stehen lassen als eine Art Hausaufgabe vielleicht, ja, dass mal genau diese Vision mal zu haben für den Zuschauer auch, für uns beide, für alle, die jetzt zuhören oder zusehen, da reinzuspüren, was würde das bedeuten an Potenzial? Ja. Was wäre möglich? Ja. Damit wir mal endlich anfangen, es auch zu tun. Nicht nur immer wieder davon zu reden, dass es möglich ist, sondern dass wir einfach auch eine Art und Weise erschaffen, dass es geht. Dass wir jetzt mal wirklich überlegen, was wollen wir eigentlich hier? Was wollen wir damit anfangen? Genau. Und wenn es mehrere Fragen, oder bin ich sicher, dazu erreichen, gerne
Wir sind da sehr flexibel, wir beide mit den Themen. Wir haben ja auch unser anderes Format noch, Impulse, wo wir das Ganze online machen, was wir hier in physischer Form machen, wo wir auf solche Sachen vielleicht ein bisschen näher eingehen können, vielleicht Zuschauer auch mal mit anfragen können. Aber wenn du jetzt nicht wirklich noch etwas, wo du sagst, das muss jetzt noch in die Sendung mit rein. Ist noch was da? Ja. Und zwar das Thema Dualseelen sollten wir zumindest angesprochen haben. Ja, das stimmt, hast du recht. Das ist auch ein großes Thema, das wir nicht komplett bedienen können. Ja. Aber Dualseele, ich sehe auch, dass es da viel Missverständnis dazu gibt. Mhm. Und manche warten ihr ganzes Leben lang, wann bin ich endlich mit meiner Dualseele zusammen, als wäre das das Schönste überhaupt. Und andere haben richtig Angst vor diesem Kontakt. Und es ist weder noch begründet, sondern auch das liegt wieder an unserer Schwingungsfrequenz, wie wir diesen Kontakt erleben. Also erstmal, was ist die Dualseele eigentlich? Geistert ja überall rum. Unsere Seele kommt ursprünglich aus dem Göttlichen, hat eine individualisierte Form, ein Energiefeld sozusagen angenommen. Eine Darauf Signatur. Haben wir uns geeinigt, genau, eine Form sozusagen. Eine energetische Verdichtung mit Informationen. Und es ist aber der Teil, der dann eben immer noch im Non-Dualen ist, nennen wir unser höheres Selbst. Das ist im Prinzip unsere Seele, die aber gar nie hier inkarniert, sondern unser höheres Selbst bleibt im nicht-dualen Bereich und sondert praktisch Energie ab, die hier als Seele inkarniert. Der Puppenspieler, um als Bild vielleicht. Es trifft es nicht ganz, aber es macht es begreifbar. Genau. Und unser höheres Selbst, wenn sich das zum ersten Mal in die Dualität inkarniert, kann es das nicht als Einheit tun, sondern es muss sich teilen in mindestens zwei, ja? Damit wir diese Dualität haben. Und wenn diese zwei sich teilen sozusagen, dann haben die gleiche Uressenz, die gleiche, genau gleiche Seelenfrequenz, ziehen sich also immer magisch an und gleichzeitig sind sie aber auch völlig konträr, weil der eine hat die ganzen Eigenschaften und Meinungen mitgekriegt und der andere die anderen. Und das kann jetzt über einen ganzen Reinkarnationszyklus gehen, dass die beiden immer wieder aufeinandertreffen und sich magisch anziehen und gleichzeitig abstoßen. Und je nachdem, wie weit es schon fortgeschritten ist, wird eben diese Begegnung als unangenehm und schmerzhaft erlebt, weil man dann immer wieder merkt, wow, ich habe so tiefe Gefühle für die andere Person. Ich will eigentlich zusammenbleiben. Sind dann auch oft Paarkonstellationen, wie man sich inkarniert. Es geht auch anders, aber ist die Nummer eins sozusagen. Mit richtig Zunder. Genau. Und dann merkt man aber, es funktioniert nicht. Es tut weh, es schmerzt, es geht nicht. Wir zerfleischen uns und man trennt sich wieder. Und da gibt es ganz viele Geschichten jetzt dazu, unglaublich. Aber je mehr man schon fortgeschritten ist, die Einladung dabei ist ja, vervollkommne dich selbst, sodass du all das in dir trägst, was auch der andere hat. Und der soll sich auch vervollkommnen. Und dann könnt ihr wieder in eine Einheit kommen und so natürlich auch den Reinkarnationszyklus letztlich beenden. Ja? Und je nachdem, wie weit man da schon ist, ist natürlich diese Zusammenkunft mit der Dualseele dann auch irgendwann das größte Geschenk. Weil du einfach merkst, da ist jemand, der oder die ist wie ich. Tickt genau gleich, da ist alles gleich und doch ist da diese Anziehung, diese Spannung da, die auch nie weggeht. Ja? Also das ist eine völlig andere Form dann auch von Beziehung oder Partnerschaft, als man sie vielleicht bisher gekannt hat. Und ich wollte das einfach noch klären, weil für manche ist es vielleicht gerade noch der schmerzhafte Part. Und dann kann man aber auch vielleicht eher sehen, okay, was spiegelt mir denn die andere Person? Was soll ich denn in mir integrieren? Wo darf ich noch mehr in die Liebe gehen und noch wertfreier werden? Und bei anderen ist es vielleicht schon so der Punkt, wo man merkt, ja, jetzt können wir wieder uns zusammenbringen und dann auch eine Beziehung leben, die auch so was Überpersönliches hat. Ja. Also wenn die Dualseele sich wirklich wieder vereinigt, zwei Menschen, eine Seele, das ist natürlich unglaublich. Also das ist gigantisch. Das,
da geht es nicht einfach nur um irgendwelche körperliche Befriedigung oder ich habe jemanden an meiner Seite, mit dem ich in Urlaub fahren kann, sondern da geht es eben wirklich darum, dass dieses Potenzial jetzt auch einem höheren Zweck dient, dem großen Ganzen dient. Ja gut, der Grad der Verschmelzung ist mit menschlichen Worten und Gefühlen gar nicht beschreibbar, weil es außerhalb dieser geschaffenen Realität steht. Ja. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Aber ich glaube, dass das viele schon auch mal erlebt haben. Wahrscheinlich eher unbewusst. Und aber jetzt, wo du das ansprichst, danke dafür, das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein Essenzkontakt. Ja, da klingelt das vielleicht mal wieder an. Ja, und sowas. Ja. Da kann man auch sehr viel Kraft rausziehen. Ja, und das ist aber auch was, wo du schon sagtest, ne? Da wird der Diamant geschaffen. Da ist viel Reibungsfläche da. Und die ist aber notwendig halt. Ja, genau. Das ist, man muss eben das, den Diamanten auch erstmal da rauskristallisieren, wie es so schön heißt. Und das ist manchmal mit Druck verbunden, ja. Ja. Und wer sich fragt, habe ich die Dualseele überhaupt schon getroffen, der hat sie wahrscheinlich nicht getroffen, weil das merkst du. Das, ja. Da kommst du nicht dran vorbei. Das stellt alles auf den Kopf. Es verändert immer alles. Das ist ein richtiger Kontakt mit der Uressenz. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, wir haben das sehr oft schon im Kindheitsalter erlebt. Wenn man mit den Menschen dann spricht auf dieses Thema und dann einfach sagt, ja, spür mal zurück, da war doch vielleicht mal was. Bei vielen ist es die erste Liebe, die aber nicht als solche, also eher eine platonische, weil wir sind sehr jung, aber wo man sagt, ja, da war irgendwas. Und wenn das bricht dann so langsam aber wieder auf. Und dann stellt man fest, das hatte ich mal so einen Fall, hey, die wohnt ja in meiner Nachbarschaft, wie geht das denn? Ja, und plötzlich war da ein Kontakt, der 20 Jahre verschüttet war. Ja. Und es ist etwas ganz Wunderbares draus geworden, auch wenn damit, wie ich schon sagte, hohe Reibungskräfte, da ist richtig Feuer im Spiel. Da rumpelt es in der Kiste. Aber, also. Ja, je nachdem eben. Je nachdem halt. Genau. Ja. Je nachdem halt. Das muss nicht rumpeln, aber es kann fleißig rumpeln, ja. So, also es ist ein Geschenk natürlich und ganz wichtiger Punkt. Und absolut. Gewisse Dinge einfach abzuschließen. Ja. Ja, abzuschließen. Ich glaube, das ist das Wort. Ich glaube, wir sind durch, oder? Dann denke ich, da sind wir durch. Dann würde ich ganz gerne, wie gesagt, mein Angebot der Hausaufgabe nochmal wiederholen, damit, dass wir anfangen zu überlegen, liebe Zuschauer, ja, was wollen wir denn eigentlich? Wir wissen alle, was wir nicht wollen. Das ist uns klar. Das können wir jeden Tag wunderbar definieren. Zu jeder Minute wissen wir, was uns nicht gefällt. Wenn wir diese Qualität entdecken, in dem, was wir wollen, wenn wir diese Fähigkeit entwickeln in uns, eben genau das auch genauso schnell abrufen zu können, was wir wollen. Und das geht nur mit Hilfe der Seele. Das geht nur mit einem gewissen Urvertrauen. Das geht nur mit höher gestellten Metaräumen, wo wir die Draufsicht haben auf die Dinge. Nur da wird uns plötzlich klar, worum es geht. Und das wünsche ich uns allen. In diesem Sinne, dir absolut. Eine schöne Zeit. Dir auch, vielen Dank. Und euch zu Hause auch allen. Genau, und euch natürlich auch. Ciao.